Der Kaiser ist ein lieber Mann, er wohnet in Berlin. Und wäre das nicht so weit von hier, so führe ich heute noch hin. Dieses Liedchen sang meine Großmutter, die noch im Kaiserreich eingeschult wurde. Und warum auch nicht, an Kaisers Geburtstag gab es schulfrei und so hatten auch schon die Kleinen etwas davon. Ob nun Lippenbekenntnis oder echte Verehrung, der Kaiser bzw. das Kaiserpaar waren präsent im öffentlichen Leben, ob als prominente Besucher im Münsterland oder auf dem Briefkopf oder bei Veranstaltungen von Vereinen. Ohne den Kaiser ging es nicht. Doch das Kaiserreich war viel mehr als Wilhelm I. und Wilhelm II. Wie Ihnen unsere Videos gezeigt haben, waren die 40 Jahre von der Reichsgründung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine Zeit des Aufbruchs, auch des Umbruchs. Das Kaiserreich ist eine Zeit des Fortschritts. Der Kampf gegen die Armut wird aufgenommen. Es gibt einen medizinischen, technischen und naturwissenschaftlichen Fortschritt, der sich auch hier bei uns auf dem Lande auswirkt. Denken Sie an Düngemittel. Die Gesellschaft strukturiert sich um, davon zeugen die Vereine, zeugt die Bildungsexpansion, das Schulwesen und natürlich die Wirtschaft. Die Industrialisierung kommt auch hier im Kreis Warendorf an. Auch große Unternehmen entstehen, wie die Zeche Westfalen in Ahlen, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg begründet wird. Aber die Geschichte des Kaiserreichs ist eben auch keine Happy Story. Das Kaiserreich war undemokratisch, es verfolgte die Sozialdemokraten, es grenzte die Katholiken, die eine große Minderheit ausmachte, jahrelang aus. Sie haben unser Video über den Kulturkampf gesehen. Und so viel technische Fortschritte Vorteile für die Menschen brachten, so sehr hatte der technische Fortschritt auch eine dunkle Seite, denn die moderne Waffentechnik machte erst das Massensterben des Ersten Weltkriegs, die Schützengräben und so weiter möglich. Und es folgte eben auf das Kaiserreich der Erste Weltkrieg, den die Historiker auch als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Der Weltkrieg und die deutsche Niederlage 1918 machten dem Kaiserreich den Garaus. Sang- und klanglos verschwand die deutsche und die preußische Monarchie und mit ihr alle Könige, Fürsten, Herzöge und so weiter. Auf den Aufbruch in die Moderne folgten ihre Krisenjahre. Aber das ist eine andere Geschichte. Und damit endet auch unsere Serie zum Deutschen Kaiserreich.